Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Part Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir haben es geschafft. Beim letzten Mal haben wir endlich die Fähigkeit des Lichtstrahls bekommen, mit der wir die Laternen anzünden können. Und das ist natürlich ein sowas von Grund, all die Orte aufzusuchen, wo wir Sachen einsammeln können, die durch diese Fähigkeit für uns blockiert waren. Wie zum Beispiel, also hier die Lebenszelle war, glaube ich, nur... Die hätten wir schon viel früher haben können durch ein Abprallen, also Abstoßen. Da glaube ich auch. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist diese Stelle hier. Da war eine Laterne. Ich möchte meinen auch... Hier? Diese Stelle da, diese Barriere, dass die mit einer Laterne aufgehen kann sein... Es waren halt so viele Sachen. Ups. Also gehen wir sie einfach nach und nach an. Komme ich da? Ja. Jetzt müssen wir erstmal nur wieder den ganzen Weg hoch. Weil wir leider unten nicht zum Portal gekommen sind. Und auch hier kommen wir so nicht hoch. Aber dafür... kommen wir an anderer Stelle weiter. Ist hier noch ein... Ne, das nächste Portal ist da, ist in der Nähe. Gut, gehen wir zu dem. Oh, aber nicht über diesen Weg. Lieber hier lang. Oh, oh. Dich habe ich auch vergessen. Umstellen mag ich ja überhaupt nicht. Ja, genau deswegen. Oh. Ja! Der ist schon längst tot und einer von seinen blöden Stacheln ist noch in der Luft und macht mir natürlich noch Schaden. Ist klar. Einfach so ein... Also, mir fehlen echt die Worte dafür. Zielen die so gut oder bin ich halt einfach nur so... Dass ich denke, oh, ich muss ihm ausweichen, aber renne dann voll rein. So dieses klassische Slapstick-Szenario schon beinahe. Oh, da ist eine Banane auf dem Fahrradweg. Ich darf nicht drauf fahren und fährt genau drüber. Oh, Fähigkeitenpunkt. Wenn wir schon nicht den da unten sammeln können, dann kriegen wir ihn selber mit Erfahrung. So, Seelenverbindung ist nur halb so teuer. Spart auch nochmal Energie. So, jetzt aber. Warte. Okay, jetzt haben wir hier... Ah! Jetzt haben wir hier gespeichert. Ich wollte gerade nochmal einen besseren Speicherpunkt setzen, der in der Nähe ist, aber... Ich glaube, das ist schon der, der... nächstmöglich dran ist. Warum springe ich eigentlich? Ich kann klettern und halten. Ich glaube, das war beim letzten Mal, was mich rausgehauen hat. Okay, springen, gleiten. Nein! Oh. Einmal zu viel geglitten. Der Sprint wäre da schon viel besser gewesen. Okay, klettern, viel besser. Klettern, hoch. So. Weiter schießt. Und sprinten. Gott. Warte, kann ich auf dem Kopf stehen bleiben? Ja. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Da lang. Oh nein, das war ja die Geschichte. Oh. Gut. Dann doch erstmal wieder hier zurück. Oh, wenn die Gegner mal alle so schnell immer drauf gehen würden wie die hier. Los. Und sprint. Los. Ori, du hast keine Zeit zu verlieren. Hop. Und hop. Jo. Das können wir nochmal speichern, die Energie zurückholen. Und wo war das Portal? Da oben. Haben wir eine Möglichkeit, da so hochzukommen? Nee.
Ah! Zu spät bemerkt, zu spät bemerkt. Höp, höp, höp. Wie kamen wir hoch? Okay. Ich dachte gerade, das wäre zu hoch, um es zu erreichen, aber nö. So. Was lange währt, wird endlich gut. Wir speichern hier einmal. Und gucken, wo wir eigentlich genau hin wollen. So. Da. Da sind schon mal zwei schöne Sachen. Die Lebenszelle und das Licht. Auch sehr schön in der Nähe. Können wir sofort wieder zurück und von da aus woanders hin. Wobei. Hier ist kein Portal. Dann holen wir uns zuerst die Lebenszelle. Gehen zurück zum Licht. Und vom Licht gehen wir dann hier oben lang. Dahin zurück. Man sollte sich aber auch schon teleportieren. Sonst wird das nichts. Dahin bitte. Okay. So, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Oh ja, und die Musik auch schon lange nicht gehört. Kommt einem vertraut vor. Ich wollte eigentlich zuerst die Lebenszelle holen. Egal, dann sind wir jetzt halt hier. Oh. Das hätten wir, glaube ich, auch schon viel früher haben können. Ich meine, der Sprint hat geholfen, ja. Aber wir Doppelsprung und Feder wäre das ja auch schon super gegangen. Okay. Hep. Wie schnell die alle drauf gehen, das ist so entspannt. Ah, ja, ich erinnere mich. Da, ich glaube, man soll jetzt auch wirklich da erst langkommen mit Sprint, wenn man es richtig anstellt. So nehme ich, ja. Aber gut, den Sprint hätte man ja auch viel früher haben können. Wenn wir jetzt schon hochspringen könnten, wäre das auch viel einfacher, aber wir machen es mal auf die herkömmliche Weise. Ja, da ist der Kollege. Ich will nicht durchsprinten, weil sonst lande ich hinten in den Stacheln. Und darauf habe ich auch keine Lust. Wirst du... Komm mal her, ich brauche dich mal kurz. So. Spinny! Als wir das letzte Mal hier waren, hatten wir noch nicht mal das Abstoßen. Danke für unsere 10. Lebenszelle, beziehungsweise unser 10. Lebenspunkt. Oh stimmt, das haben wir uns auch noch gar nicht angeguckt. Die Kartenlegende. Ha! Geisterlicht, Gefäßfähigkeiten, Punkt, Energiezelle, Lebenszelle, Geisterportal. Ja, das ist alles klar. Zerstörbarer Boden, zerstörbare Wand, Energietor, Schlüsselstein, Geistertore. Ah, und die sind sogar unterschiedlich markiert. Je nachdem, wie viel Energie die brauchen. Sehr gut. Kartensteinfragment, Kartenstein, Stammbaum, Seelenverbindung. Ja. Wissen wir alles. Okay. So, haben wir. Dann einmal hier zurück zu dem großen Bereich hier. Finny, deine Dienste sind vorbei. Vielen Dank dafür. Höp. Er erwischt mich aber auch jedes Mal, dieser Schleim an der Decke, ey. Der ist so gut platziert. Game Designer, Hut ab. Mich foppt der wirklich jedes Mal. Aber ich glaube, das hat nichts zu heißen, weil ich bin sehr leicht A, reinzulegen und B, sehr vergesslich. Wuss! Warum habe ich keinen Sprint mehr? Warum habe ich keinen... Ich konnte gerade nicht mehr sprinten. Kann ich nicht sprinten, wenn ich irgendwie gerade Schaden erlitten habe oder so? War das überhaupt klug? Ja, okay, geht. Ich glaube, mit dem Abstoßen wäre es besser gewesen. Oh, Mann. Dein Ernst? Habe ich nicht gerade... Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte einen Speicherpunkt gesetzt. Oh, Mann. Okay. Okay. Ihr habt bestimmt da gesessen vor dem Bildschirm und gedacht, wann speichert er endlich? Wann speichert er endlich? Ich sehe ihn doch schon wieder sterben. Nee.
Ihr solltet so recht behalten. Machen wir es einfach hier schon mal. So. Hopp. Dann machen wir das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Hopp. Okay, das mit dem Sprinten hat sogar doch noch funktioniert. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich damit vorpresche. Okay, seht ihr, so schnell ist das doch schon wieder erledigt. Zack. Ist er wieder da? Ist er wieder da? Nein. Diesmal hätte er mich nicht erwischt. Ja, der ist wieder da. Hey. Dann halt klettern. Ich bin immer noch sehr daran gewohnt, den Wandsprung zu machen. So. Geht doch viel besser so. Erstmal so. Aua. Okay, wo sind wir? Ah ja, stimmt. Das war ja die Stelle. Einfach weiter. Ich hoffe. Doch, wir haben eigentlich soweit alles geöffnet, dass wir hier auch problemlos wieder zurückkommen, oder? Ja. Aber ist das unten rum schlau oder oben? Jetzt komme ich da nicht. Jetzt komme ich gar nicht mehr oben lang. Ich hätte noch die Wahl gehabt, aber okay, dann gehen wir halt den langen Weg. Der jetzt gar nicht mehr so lang ist, weil wir sprinten können. Wir haben sogar Wasseratmung. Total entspannt. Okay. Vielleicht ging das sogar gerade wirklich schneller. Naja. So. Jetzt die große Preisfrage. Wie kommen wir da oben ran? Gibt es irgendwo... Oh, hallo. Das ging schnell. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, da weiter nach oben zu kommen? Ich habe jetzt nicht irgendwie was gesehen, wo man hätte... Oh, doch, da. Ah, aber da... Ja. Da kommen wir auch nicht hoch, alles klar. Aber wir kommen da hinten weiter. Weil das müssten Laternen gewesen sein. Meine ich zumindest. Ist doch noch nicht tot, nee. Ich glaube schon. Ach. Aua. Hat echt noch nicht gereicht, ne? Wir müssen den ganzen Weg machen. Gut. Kriegen wir auch hin. So, wo war jetzt... War das da oben? Verzeihung? Wie kriegen wir das unten auf? Aua! So. Kein Problem mit dem mehr. Hier müsste doch jetzt eigentlich irgendwo... nö. Aber, klappt das? Nein. Aber... Da ist eine Laterne. An die habe ich mich erinnert. Und die macht das unten. Okay, immerhin das. Aber wie kriegen wir das da kaputt? Nee. Vielleicht mit so einem... Verzeihung. Ich kann nicht nach oben dashen. Ich kann auch den aufgeladenen Sprint nicht nach oben richten. Alles, was ich habe, ist das. Eine Stampfattacke, die auch keinen Sinn macht hier unten. Die normale Geisterflamme. Ich bräuchte ein Projektil. Gibt's hier... Ah! Es gibt, aber...
Aber der schießt ja nur in die falsche Richtung. Und selbst wenn ich das schaffe, wie soll ich dann rechtzeitig selber hier sein? Ich bin überfragt. Um ehrlich zu sein. Den kann ich ja auch nicht benutzen. Der ist ja viel zu weit unten und hat keine Projektile, die er schießt. Au. Au, blöder Fisch. Gut, nehmen wir jetzt das erstmal mit. Okay, das ist noch irgendwie eine Kopfnuss. Wie kriege ich Barrieren über mir auf? Vielleicht funktioniert das tatsächlich erst mit der Fähigkeit, auch die wir noch nicht haben, die letzte. Weiß nicht. Da kommen wir auch nicht hoch. Okay. Nächste Stelle ist die da oben. Mal so ein bisschen überfliegen. Da kommen wir nicht hin. Das war das, was wir jetzt gelernt haben. Da würde ich gerne noch hin, in dieses Tauchen. Warum konnten wir das noch nicht machen? Und das auch. Und da hoch müssten wir jetzt auch kommen. Darüber vielleicht auch. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oh. Ich hätte, glaube ich, Lust, den Ginzo-Baum nochmal zu versuchen, dass der 100% abgeschlossen ist. Das sollte jetzt mit den Fähigkeiten, die wir haben, vielleicht auch ein Stück leichter werden. Dann lasst uns doch hier... Oh Gott, der Weg ist ja ewig. Dann würde ich zum Portal gehen, da hoch. Dann können wir das einsammeln. Dann gehen wir dahin und dann zurück zum Baum. Alles klar. Richtung Portal. La, la, la. Oh, hi. Aua. Was? Was? Um Himmels Willen ist passiert. Oh nein, ich hab's wieder nicht gespeichert. Oh Mann, ich hab's immer noch nicht gelernt. Nee, das war ja schon der richtige Ort, ne? Oh Mann. Ich hab es immer noch nicht begriffen. Ja, ja. Macht euch nur lustig über mich. Ist okay. Hab's verdient. Aua. Den habe ich nicht verdient. Was zum? Oh, genau in das Loch gefallen. Mäh, ich wollte heute eigentlich noch in den Ginzo bauen. Jetzt kann ich das ja wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Gut. Aber jetzt aufpassen an der Stelle. Nicht hier runter, dann ist das nämlich vielleicht doch der schnellere Weg. Ja, ich denke. Klettern. Ja. Hier wollte ich eigentlich vorhin lang. So. Mein Gott! Kleine Nervensäge. Okay. Da oben sind wir nicht rangekommen, also einfach nur schnell zur Laterne. Schnell, 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 schneller. Hopp. Hopp. Ist das so rum vielleicht jetzt sogar schlau? Mal sehen. Ja. Ging auf jeden Fall sehr zügig. Dann immer noch keine Idee, wie man da oben rangehen soll. So. Zack. Oh, aua. Ich dachte, da wäre schon das Wasser. Nein. Aus. Böser Fisch. Okay. Haben wir. Speichern wir. Auch wenn es keiner gesehen hat, weil es hinterm Baumstamm versteckt war. Aber ich habe gespeichert. Ihr habt es gehört.
Geräusch war da. Der ist wieder da. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Nee. Oh. Dieser schmerzerfüllte Schrei. Okay, wieder zurück. Den Weg. Oh, stimmt, da war ein Dorn. Nein, nein. Och nö, verarsch mich nicht. Oh. Selber schuld. Ich wollte zu viel und ich wollte zu schnell. Dann halt nochmal einen Umweg schwimmen. Ich wollte gerade meckern, wenn der jetzt wieder da gewesen wäre, ey. Okay, da ist nochmal Leben. Danke, brauche ich. Sehr hilfreich. Achtung, nicht darunter. Okay. Du darfst aus dem Weg gehen. Jetzt müssen wir zum Portal einfach nur wieder runter. Nein, nicht in dieses Loch fallen. Höp. Leben nehme ich gerne. Aber wenn du schon fast tot bist, dann kannst du auch gerne sterben. Oh, aber die haben wir erwischt. Aua. Leben nehme ich gleich wieder mit. So. Nein. Die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. So, da hoch. Oh je, Mine. So viele Pleiten, Pech und Pannen, das ist ja schon bald nicht mehr witzig. Mach das doch nicht mit Absicht. Okay. Hier waren wir auch schon eine Ewigkeit nicht mehr. Aber alles kein Problem. Gegner auch easy. So, wie kommen wir da am besten hin? Gibt es hier noch einen Punkt, wo wir höher kommen? Nee. Das ist schon der höchste Punkt. Aber wir könnten vielleicht auf gar keinen Fall aufklettern. Oh, das kann ja dann auch nur was damit zu tun haben, dass wir so einen Katapultsprung kriegen. Okay, da wäre jetzt noch eine Fähigkeitenzelle. Aber ich wollte eigentlich dahin und dann zum Ginzu bauen. Das ist noch jetzt der restliche Plan für heute. Wir holen uns noch das eine Licht auf der linken Seite. Gehen zurück zum Baum. Betreten den Baum und im Baum. Setzen wir einen Speicherpunkt. Apropos, hier auch nochmal. Einfach zum Sichersein. Hi. Bam. Das hat noch nicht gereicht. Da sind noch welche übrig. Denn da ist eine Laterne. Entfachen. Yo. Und so einfach geht's. Okay. Erledigt. Hochklettern. Schnell zurück zum Baum. Rein da, wie versprochen. Speichern. Und dann geht es hier beim nächsten Mal weiter, liebe Freunde. Bleibt mit mir weiterhin am Ball. Wir versuchen uns noch einmal am Ginzo-Baum. Die 97% kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Da gibt es noch ein Licht und da gibt es noch ein Licht. Warte mal, kommen wir eigentlich... Oh. Da ist ein Portal. So würden wir uns den ganzen Weg sparen. Ja. Ich hab's mir anders überlegt. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir gehen. Au, au, au. Nochmal zurück. Und gehen gleich da hoch. Das ist doch viel besser. Gut, dass ich das noch gesehen habe. So. Und dann speichern wir hier direkt am Portal. Dann brauche ich keinen Speicherpunkt setzen. Sind voll geheilt. Jetzt aber. Bis zum nächsten Part, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Cheerio.